Okay. Gut. Dann. Kleinen Moment. Okay, dann sage ich mal, guten Abend, herzlich willkommen zum Live-Video-Chat. Hey, ah, hallo, Surprise. Genau. Also nochmal herzlich willkommen, guten Abend. Was wird passieren heute Abend oder für die nächsten 1,5 Stunden? Ich mache eine kleine Einleitung und dann darf es dazu einfach gern Fragen geben im Chat oder Kommentare. Genau, wenn keinem was einfällt, ist auch in Ordnung, weil dann passiert nichts. Man könnte sagen, das scheinbar Besondere an dieser Veranstaltung ist, dass es um nichts geht. Das heißt, es gibt tatsächlich absolut kein Ziel. Es ist keine Lehre oder eine Übertragung oder ein Coaching oder eine Hilfe oder sowas. Denn worauf scheinbar hingewiesen wird, ist, dass gar niemand da ist. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Genau, worauf scheinbar hingewiesen wird, ist, dass niemand da ist. Was so viel heißt wie, es ist hier drin nichts und niemand. Dass wir sind, könnte man sagen. Letzten Endes die Annahme des persönlichen Erlebens ist, dass hier etwas drin ist, was ich bin oder was wir alle sind. Ein Mensch, ein Bewusstsein, eine Seele, irgendeine Art von innerem Kern, dass da irgendwas drin ist, was wir sind, was natürlich in Abgrenzung zu allem anderen zu existieren scheint. Das heißt, die getrennte Realität, könnte man sagen, ist, ich erfahre etwas, ich und die Welt, ich und meine Gedanken, ich und meine Gefühle. In Bezug auf das, worüber wir heute sprechen, könnte man sagen, ist das die Illusion. Da ist überhaupt nichts hier drin. Aus Sicht dieses Erlebens könnte man sagen, ist es die einzigste Realität und die ist nicht mental, das ist keine konzeptuelle Realität, sondern es scheint ein energetisches Erleben zu sein. Das ist eine Beschreibung, einfach eine Beschreibung für was letztendlich nie stattfindet. Aber so wird sich die Person eben beschreiben oder erfahren. Eben das Feinste wäre sowas wie, ja, aber da ist was, ich fühle es, ich spüre es, irgendwas existiert da. Letztendlich wäre genau dieses Erleben illusionär, es hat keine Substanz. Und Befreiung wäre, wenn man so will, was eine Geschichte ist, Befreiung wäre wenn diese Illusion eines Erlebens verpufft oder wegklappt oder sich auflöst, wobei das alles wirklich schon sehr fadenscheinige Geschichten sind. Denn die Überraschung ist, dass da eben überhaupt nichts ist. Das heißt, es gibt auch gar keine reale Auflösung von irgendwas. Es scheint so zu sein, oder nee, anders gesagt, Befreiung ist in dem Sinne, oder das Ende dieser Illusion ist kein Finden. Es ist eben nichts, was innerhalb dieses Erlebens
von Ich Bin stattfinden. Es ist eben keine neue Erfahrung, könnte man sagen. Denn wie gesagt, erfahren selbst ist das, was keine Substanz hat. Das wäre die künstliche Realität. Ich erfahre etwas. Der Zusammenbruch davon ist keine Erfahrung, bringt keine neue Erfahrung, könnte man sagen. Und was bleibt, ist das, was scheinbar passiert, das aber unbekannt ist. Es ist unerfahren und unbekannt. Was es ist, ist unbekannt. Und letztendlich auch, dass da etwas ist, ist auch unbekannt. Was natürlich zusammen mit diesem Ich-Erleben verpufft, ist die Sehnsucht nach Einheit. Es scheint so zu sein, dass diese Sehnsucht eins zu werden und die Suche danach, die suchende Energie, einfach Teil dieser Illusion ist. Letztendlich nie befriedigt wird, aber im Verpuffen mit verpufft, könnte man sagen. In diesem Sinn, es gibt nichts zu finden, es gibt keinen Schritt zu gehen. Diese Botschaft hat nichts mit Bewusstsein zu tun. Es gibt niemanden, der sich real über etwas gewahr werden könnte oder der sich real über etwas bewusst sein könnte. Insofern wäre Selbstbewusstsein einfach ein anderes Wort für Ich oder Ich-Illusion. Okay, Frage. Hallo Andreas, kann man sagen, dass das bloße Präsenzgefühl der Spaltpilz oder der Sündenfall ist? Als Geschichte könnte man das natürlich so sagen, genau. Es wäre letztendlich genau dieses Erleben von Präsenz, von Anwesenheit, dass da irgendwas anwesend ist, was sich selbst erlebt. Und automatisch könnte man sagen, ist es erlebt Trennung. Denn sobald da etwas ist, was ich bin, gibt es schon ganz viele. Alles andere bin ich dann nicht mehr, könnte man sagen. Letztendlich könnte man sagen, im persönlichen Erleben gibt es immer etwas, was ich bin und etwas, das ich nicht bin. Ich und die Welt. Ich bin ich und die Welt bin ich nicht. Beides ist zwar real da und irgendwie verbunden, aber letztendlich bin ich nicht die Welt. Ich bin nicht ich und der Stuhl. Ich bin nicht der Stuhl oder die Wand oder der Computer. Genau. Mein Sündenfall, mein, was hier letztendlich gesagt wird, ist, dass diese Spaltung oder dieser Sündenfall nie wirklich passiert. Gut. Frage: Kannst du eine ungefähre Vorstellung anbieten, um zumindest annähernd zu sehen, was der Unterschied zwischen One-Point- und No-Point-Perspektive ist? Genau, also eigentlich ist No-Point-Perspektive ein Widerspruch. Weil natürlich jede Perspektive, sobald es eine Perspektive gibt, die natürlich von einem Punkt ausgeht. Insofern gibt es keine No-Point-Perspektive. Auf der anderen Seite ist die One-Point-Perspektive die Illusion, wenn man so will. Nämlich das Erleben von diesem Zentrum aus. Einfach, ich bin hier und ich lebe in Perspektive. Die Person lebt in Richtung und Perspektive. Ich bin hier und ich schaue nach dort, nach dort, nach dort. Und ich habe eine Perspektive auf Dinge, wie auch immer. Ist jegliche Motivation im scheinbaren Leben letzten Endes eine Suche nach Einheit, Ganzheit, Erfüllung, Erlösung, Glück? Ja, also scheinbar eben. Aus der Sicht der Person wäre es das. Genau. Ich meine, letzten Endes lebt die Person in einem Um-zu. Und die Hoffnung ist natürlich, dass ich durch das, was ich mache, etwas bekomme. Und es können natürlich auch kleine Dinge sein. Und auf eine Art wert ist es. Es ist so ein bisschen, als ob ich mir die Erfüllung zusammenpuzzeln könnte durch viele kleine Erfahrungen. Vom ins Kino gehen kriege ich was und vom Arbeiten gehen kriege ich was. Und alles scheint irgendwie, ist die Hoffnung, das ist eine Hoffnung natürlich, alles scheint irgendwie hoffentlich meinem Glück beizutragen.
Und das wäre dann auch die Motivation der Person. Ich mache das um. Das Mindeste wäre Überleben. Ich muss morgens aufstehen, damit ich überhaupt was zu essen habe. Aber letzten Endes möchte die Person leben und überleben, um irgendwann erfüllt zu sein. Genau. Das wäre alles die Traumwelt. Frage: Warum erscheinen oder scheinen eigene Körpergefühle und Gedanken so persönlich, wenn es doch keine Person gibt? Naja, eben, wie du es, letztendlich gibt es keine Antwort darauf. Es ist einfach das, was scheinbar passiert, was nicht kennbar ist und nicht wissbar ist. Aber es scheint eben so zu sein, dass wenn diese Illusion von ich bin passiert, alles persönlich genommen wird. Und anscheinend ist der eigene Körper dann näher wie andere Körper. Wobei das natürlich auch relativ ist. Also es gibt natürlich Leute, die können den Körper von jemand anders über den eigenen stellen. Bodyguards. Aber letztendlich geht es da immer noch um jemandes Körper. Siehst du überhaupt eine Distanz zwischen dir und nicht dir? Überhaupt räumliche Distanz? Ja, nicht wirklich. Nee. Ja. Weil natürlich gar nichts da ist, was Sehen erlebt. Im Prinzip macht die Person dieses persönliche Erleben, öffnet den Raum durch Bewusstsein und Gewahrsein. Und es wäre dann auch Trennung. Ich bin hier, ich bin jetzt hier und da ist etwas um mich rum. So würde die Person erleben. Ich bin meiner selbst gewahr, dass ich jetzt hier bin, dass hier etwas präsent ist. Und die Aufmerksamkeit des Gewahrseins öffnet quasi die Raumerfahrung, Raumzeit. Frage: Ohne Ich-Illusion gibt es bei Anwesenheitsverlust denn keine Art von Identitätskrise? Ja, nicht wirklich, denn natürlich das Einzigste, was auf einer Identitätssuche ist, wäre die Person. Ich meine, es wäre letztendlich die Frage, was bin ich oder wer bin ich wirklich? Die Suche nach der wahren Identität sozusagen, die nie beantwortet wird. Denn es gibt keine wahre Identität. Es gibt nichts Wahres hier drin. Aber man muss natürlich sagen, dass die ganze Suche eben, wie gesagt, nach Identität Teil dieser Illusion ist, Teil dieses Erlebens ist. Es gibt überhaupt keine Notwendigkeit dafür, zu wissen, wer man ist, sozusagen. Sind denn nicht irdische Probleme, sind denn nicht irdische Probleme nicht nur durch irdische Methoden lösbar? Deine Botschaft hilft ja niemandem im wörtlichen Sinne. Da weiß ich nicht genau, was du meinst, muss ich sagen. Also man könnte sagen, Probleme ist das, was scheinbar passiert und Lösungen. Und ich weiß nicht, was du jetzt mit irdischen Problemen meinst. Geld verdienen oder Streit mit dem Nachbarn oder Strafzettel bezahlen oder sowas. Das ist, was scheinbar passiert. Auch die Probleme und die Lösung davon. Sorgen lösen zum Beispiel. Naja, das ist so eine schwierige Sache, weil natürlich viele Sorgen auf eine Art einfach aus Sicht der Person selber kommen, weil die Person lebt in der Annahme, dass ich
Probleme lösen müsste. Ich müsste Probleme bewusst als ich lösen. Dadurch entstehen natürlich viele Sorgen schon von vornherein. Kann ich das? Schaffe ich das? Was soll ich tun? Mache ich das Richtige? Bin ich richtig? Sollte ich mich anders verhalten? Und dieses ganze Zeug. Das heißt, viele Sorgen sind auf eine Art selbst erschaffen. Und wenn Sorgen das ist, was scheinbar passiert, können wir sagen, brauchen die eben keine Lösung oder keine Antwort. In dem Sinn wäre es absolut okay, besorgt zu sein. Es wäre das, was scheinbar passiert. Und natürlicherweise stimmig. Auch da, letzten Endes, wäre es auch wieder die Person, die einfach glaubt, ich muss es tun. Was auch immer. Was auch immer gerade das Problem anscheinend ist. Das Problem lösen oder die Sorgen über das Problem lösen oder. Das persönliche Erleben ist letztendlich, ich muss es tun, ich bin verantwortlich dafür und ich muss es tun. Und das scheinbare Dilemma ist, dass da einfach niemand ist, der es tun kann und muss. Naja, im Prinzip ist diese Notwendigkeit, dass ich es tun muss, schon Teil der Illusion. Nicht nur, dass ich es kann, sondern dass ich es eigentlich muss. Da passieren Sorgen und ich muss darauf eine Antwort finden. Okay, keine Ursache-Wirkung heißt doch zum Beispiel auch, dass ich eine Tätigkeit erledige. Wirkung, auch wenn keine vorherige Aufforderung erfolgt ist, oder? Ja, genau. Aufstehen zum Beispiel. Also aufstehen, morgens aus dem Bett aufstehen, ist das, was scheinbar passiert. Ohne Grund letztendlich. Oder auch umgekehrt, dass ich keine Aufgabe erledige, obwohl eine Aufforderung vorher stattfand. Ja, es gibt also Rat, Aufforderung, Empfehlung, Befehl bedeuten keine Ursache, nur scheinbar, oder? Genau, ja, es gibt einfach kein reales Geschehen. Das heißt, es ist nicht so, dass es ein reales Geschehen gibt und darin gibt es keine Ursache und Wirkung. Es gibt einfach gar kein reales Geschehen. Und alles wäre in dem Sinn das, was scheinbar passiert. Aufforderung, Ratschlag und was auch immer dann scheinbar passiert. So ungetrennt, aber nicht wirklich, weil. Kommentar. Es besteht überhaupt keine Notwendigkeit zu wissen, wer man eigentlich ist. Zitat, genial. Das ist ziemlich genau das Gegenteil von dem, was man von Kindesbeinen an erzählt bekommt. Wie gehst du mit dieser Differenz um? Da ist keiner, aber alle anderen tun so. Ja, von mir aus. Ich weiß nicht, ich gehe da gar nicht groß mit um. Meistens ist es auch gar nicht so ein Thema. Also mit Leuten, die man nicht so gut kennt, bleibt es oft doch einfach recht, so wie es halt ist. Ne? Ne. Gibt keinen. Ich muss dazu sagen, eigentlich wird da auch gar keine Differenz erlebt. Also es ist gar nicht so, dass ich eine Differenz real zu anderen in Anführungszeichen erlebt. Aber klar, innerhalb des Traumes scheint es sehr wichtig zu sein, zu wissen, wer man ist und was man will und wo es hingeht. Wissen generell. Irgendwas muss man wissen. Was meinst du mit, es gibt nicht einmal Illusionen? Allein die Tatsache, dass wir miteinander kommunizieren, ist doch schon Illusion, die man nicht wegdenken, leugnen kann. Wie meinst du das denn genau? Naja, die Sache ist, zu sagen, da ist niemand, heißt eigentlich auch, es gibt keine Illusionen. Die Person würde das natürlich sofort übersetzen in eine Theorie oder sagen, ah ja, alles klar, es gibt keine Person, aber es gibt doch eine Illusion, oder?
Aber letztendlich wäre eben genau das, was dann eine Illusion identifiziert, die Illusion. Genau das, was wieder sagt, ah, okay, es gibt also doch was und ich kann das erkennen und identifizieren. Aber letztendlich ist da einfach gar nichts. Und das, was passiert, das, was scheinbar passiert, ist die natürliche Realität. Und letzten Endes sogar einschließlich der scheinbaren Illusion, dass da jemand ist. Es gibt hier keine Illusionen, weder hier noch dort. Da ist einfach nur, in Anführungszeichen, das, was scheinbar passiert. Genauso wie es ist. Ohne dass real jemand weiß, wie es ist. Ohne dass real jemand weiß, ob es ist. Das heißt, das, was sagt, ja, aber hier ist doch eine Illusion, das ist die Illusion, dass das real ist, dass das eine Substanz hat, dass es ein wirkliches Erkennen von etwas gibt. Okay. Gewahrseinslehrer behaupten oft, dass Schmerzen aufgrund der Dualität logisch sind. Yin-Yang. Genauso wie hell-dunkel, klein-groß, oben-unten und schmerzvoll-schmerzfrei geben muss. Stimmst du dem zu? Und warum gibt es überhaupt Schmerzen, wenn es doch keine Person gibt? Für wen sollten dann die Schmerzen gelten? Ja, also ich stimme dem nicht zu. Für mich ist das eine reine Theorie, ein Konzept. Ne? Also für mich gibt es keine Notwendigkeit dafür, dass es innerhalb der Geschichte Ausgleich geben muss, könnte man sagen. Dass es genauso viel, ich meine, das wäre tatsächlich Yin und Yang wäre das Bild dafür, ne? Dass es eins zu eins eben gut und schlecht gibt. Oder dass, ich meine, das kann man dann wirklich ins Konkrete gehen, es leiden genauso viele Menschen, wie glücklich sind. Oder eben diese ganze Ausgleichsidee. Nö, nö, nichts muss im Ausgleich sein. Es könnte auch sein, dass sich von 100 Leuten 70 freuen und 30 beleidigt sind. Es könnte auch sein, dass sich 95 Leute freuen und 5% beleidigt sind. Oder was auch immer. Es gibt überhaupt keine Notwendigkeit für irgendwas. Es gibt kein Gesetz für irgendwas. Man könnte sagen, alles ist natürlicherweise neutral auf seine Art. Aber es braucht eben nicht einen Ausgleich durch Umstände. Überhaupt nicht. Natürlich gibt es letztendlich nicht nur Dualität, die Pole auf eine Art. Es gibt natürlich auch alles zwischendrin. Meine Dualität ist letztendlich auch ein recht eingeschränkter Begriff, weil die Person lebt eigentlich in einer Welt aus vielem, nicht nur aus zwei, sondern lebt eigentlich in dieser Welt aus unzähligen Teilen, Zersplitterung, könnte man so sagen. Aber aus Sicht der Person ist es ein logisches Konzept, es ist ein verdaubares Konzept und es entspricht auf eine Art der eigenen Erfahrung. Glück und Leid und mi, mi, mi. Aber da steckt eben keine Notwendigkeit drin. Es gibt keine Regeln, es gibt keine Notwendigkeit. Und warum gibt es überhaupt Schmerzen, wenn es doch keine Person gibt? Für wen sollten dann die Schmerzen gelten? Ja, es gibt keine. In dem Sinn keine. Schmerz wäre das, was scheinbar passiert, aber für niemand. Was keine Antwort kennt, was nicht um sich selbst weiß und was keine Antwort kennt. Okay, noch, du sagtest mal, die Offensichtlichkeit, dass es keine Person gibt, ist gleichzeitig ihr Ende. Ah, tricky. Wie meinst du das? Rationales Verstehen kann es aber nicht sein, oder? Ja, das kann man nicht. Das ist eine von diesen eine von diesen hilflosen Beschreibungen für was, was man nicht beschreiben kann. Was letztendlich beschrieben wird, ist Einschlafen. Wie abends einschlafen.
Deshalb sind solche Worte wie Offensichtlichkeit und so sind eigentlich, also ich weiß, ich sag's immer wieder, aber es ist eigentlich, müsste man eigentlich vergessen, weil natürlich die Person Offensichtlichkeit immer mit irgendeiner Art von ich sehe etwas. Sorry. Ich meine, das ist eigentlich die Sache wie, ja, Tod oder Einschlafen. Aus Sicht der Person ist Befreiung wie Einschlafen. Das Wegschmelzen des getrennten Erlebens. Und es ist wie Einschlafen oder Sterben. Aber Einschlafen, wenn man, ist eben nichts, was überhaupt mit der Person zu tun hat. Das Einschlafen selbst hat eben nichts damit zu tun, ob man vorher wütend war oder glücklich oder was man den ganzen Tag über gemacht hat. Letztendlich ist es nicht mal die Person, die einschläft, als ein, auch noch als ein bewusster, kontrollierter Akt. Das heißt, auf eine ganz witzige Art macht die Person ihr Ende noch zu etwas, womit sie was zu tun hat. Aber auf, es ist einfach das eigene Ende. Okay, Frage. Erkennen, verstehen, wissen, alles für die Katz. Nichts kann verstanden werden, erkannt oder gewusst. Und das ist auch gar nicht nötig, wichtig oder sonst irgendwie. Ja, könnte man sagen. Absolut, absolut. Man könnte sagen, Wissen ist das, was scheinbar passiert. 1 plus 1 ist 2. Aber letztendlich wird darin überhaupt nichts gewusst. Das ist die Sache. Diese ganze Illusion von Wissen kommt eigentlich aus dieser Illusion von Erfahren. Ich erfahre etwas. Ich bin mir darüber bewusst. Ich weiß, dass ich hier bin. Ich weiß, dass es etwas gibt. Und dann eben die ganzen Geschichten daraus. Ich weiß, was eine Wand ist. Ich weiß, was ein Gefühl ist. Ich weiß, was einkaufen gehen ist. Und, und. Und aus der Sicht der Person wird eben auch in Wissen nach Befreiung gesucht, nach Erfüllung gesucht, dadurch, dass ich mehr weiß, dadurch, dass ich erkenne, dadurch, dass ich mir gewahr bin. Und die Hoffnung ist natürlich, je mehr ich weiß, je mehr ich verstehe, je mehr ich mir bewusst bin, was eine Geschichte ist, dass sich da jemand real über mehr bewusst ist. Aber die Hoffnung ist, dass ich dann mehr bekomme, dass mir das irgendein Mehrwert bringt. Und das ist die Illusion, dass da jemand ist, der real erlebt und weiß und erkennt. Und aus diesem Erkennen Erfüllung bekommt. Nötig, ich meine, wenn wir von nötig reden, bezieht sich das natürlich immer auf die Illusion der Person, etwas davon zu bekommen für das eigene Glück. Frage noch zur Illusion, Andreas. Die Definition von Illusion ist doch gerade die Substanzlosigkeit. Oder wie meintest du das vorhin? Ja, genau, da ist eben gar nichts. Es ist nichts hier drin, weder hier noch dort, noch bei sonst irgendjemand. Das heißt, hier wird nicht gesagt, hier ist kein Ich drin, aber da sitzt eine Illusion drin. Nee, da sitzt eben überhaupt nichts drin. Und wenn irgendjemand jetzt behauptet, ja, aber ich bin doch jemand, dann ist es das, was scheinbar passiert. Und dann könnte man sagen, weil da niemand drin sitzt, eine scheinbare Illusion. Aber trotzdem sitzt da nichts drin. Da sitzt auch keine Illusion drin. Es wäre einfach das, was scheinbar passiert, die Annahme, aber hier sitzt doch jemand drin. Was Ganzheit ist, was Einheit ist, was nicht besser oder schlechter ist wie alles andere.
Und das meine ich, dasjenige oder derjenige, der daraus eine reale Illusion erschafft oder sich denkt, das könnte letztendlich nur die Illusion von Anwesenheit. Oh Mann. Wie ist das denn bei dir, Andreas? Hast du keine Blickrichtung bzw. Perspektive mehr? Könnte man so sagen, ja. Wenn du jemandem, genau, könnte man so sagen. Also, genau. Das, was sich erlebt, als ich bin jetzt hier und ich schaue da raus in die Welt, das hat sich als, ist verpufft, ist eingeschlafen. Wenn du jemandem begegnest, was ist der Unterschied zwischen dir und der anderen Person? Na, das ist ein bisschen schwierig, weil letztendlich es keinen Unterschied gibt. Also hier wird kein Unterschied erlebt und letztendlich gibt es keinen realen Unterschied. Die Sache ist nur, wenn da jemand ist, würde immer der Anspruch mitlaufen, dass es einen Unterschied gibt. Nämlich, dass ich bin und nicht du. Das ist letztendlich ein Anspruch, der hier nicht passiert. Dass ich bin und nicht du. Könnte man sagen, das wäre der scheinbare Unterschied. Aber das meine ich, ich könnte überhaupt nicht aufzeigen, wo ich anders bin als du. Real. Was einen realen Unterschied machen würde. Keine Ahnung. Gibt es nicht. Eine Hoffnung der Person könnte sein, ich möchte jetzt das niemandem unterstellen oder sagen, dass man das so sehen müsste, eine Hoffnung der Person könnte sein, dass ich mich darin unterscheide, dass ich etwas Höheres, Besseres, Weiteres, Realeres, Tieferes erreicht hätte, habe. Aber diesen Anspruch gibt es hier gar nicht. Hier gibt es gar nicht den Anspruch eines Selbsterlebens. Hier gibt es nicht mal den Anspruch von ich bin, was automatisch sagen würde, dadurch, dass ich bin, bin ich schon nicht du. Dieser Anspruch fällt schon weg. Und die Überraschung wäre auch, könnte man sagen, dass wenn dieser Anspruch wegfällt, dass auch das keinen realen Unterschied erschafft. Man könnte vielleicht sagen, das wäre es, die Person würde jetzt sagen, ah, okay, das ist also der Unterschied. Aber wenn da niemand ist, schafft auch das keinen Unterschied. Keinen realen. Deshalb könnte man sagen, gibt es auch keine Lehre oder keine Methoden oder keine Anweisungen oder Ratschläge, nicht aus einem Konzept raus, nicht weil ich denke, das darf ich nicht oder das soll nicht sein oder das wäre der richtige Weg. Nein, aber wenn du fragst, in Anführungszeichen, was ist der Unterschied, wo natürlich auch die Frage dahinter steckt, was kann oder muss ich tun, vielleicht, um erfüllt zu werden? Dann kommt hier die Antwort einfach, da ist niemand. Es gibt keine Erfüllung. Es gibt keine Person, die erfüllt werden kann und muss. Weder hier noch dort. Was ist mit Tieren und Pflanzen und dem ganzen Rest? Kein Unterschied? Naja, es gibt eben nichts, was real einen Unterschied erfährt. Könnte sagen, Unterschied ist das, was scheinbar passiert, aber niemand weiß es. Für niemand. Heißt, es gibt nichts, was einen Unterschied erfährt, aber es gibt natürlich auch nichts, was alles als das Gleiche erfährt.
Aber der jemand kann Spaß dran haben, Wissen zu erforschen und anzusammeln über diese Scheintraumwelt. Nur so als Spiel, Spaß, Freude, unscheinbar, um dieses Leben angenehmer zu machen. Auch alles Illusion, oder? Ja, könnte man sagen. Ich meine, auf eine Art ja, natürlich. Und trotzdem würde ich sagen, dass solange da jemand ist, auf was aber auch nicht falsch ist, ne? Also die Illusion, vielleicht die Illusion, jemand zu sein, ist nicht falsch. Sie ist einfach, aber sie ist das, was sie scheinbar ist. Eine Illusion mit Konsequenzen, könnte man sagen. Und das meine ich. Mein Eindruck ist schon, dass solange da jemand ist, auf eine Art immer eine tiefere Hoffnung mitläuft. Auch wenn da natürlich Spaß ist und Freude und Sachen zu entdecken und so. Aber mein Eindruck ist schon, dass letztendlich, solange da jemand ist, das doch wieder in eine größere Geschichte eingebaut ist. Von Wertigkeit, von Richtung. Dass es eben doch um was geht. Sowas. Was ja, wie gesagt, nicht falsch ist, aber auf eine Art wäre es Teil der Illusion. Ja. Ich meine, ich versuche jetzt auch nicht, irgendjemand Leiden einzureden. Ne? Also, solange aus Sicht der Person die eigene Geschichte einigermaßen funktioniert, könnte man sagen, geht es der recht gut. Findet natürlich immer auf eine Art ein Arbeiten statt. Ein Abwägen, auf irgendeine Art eben das Leben bewusst tun zu müssen. Aber die Person leidet nicht per se. In dem Sinn, dass sie dauernd schlechte Gefühle hat und verzweifelt oder so. Mal eine dumme Frage. Warum gibt es dann Krieg und Elend, wenn Dualität gar nicht besteht? Naja, es gibt keine Antwort darauf. Aber ich meine, die Sache ist, dass einfach diese Frage schon auf eine Realität, dass sich diese Frage auf eine Realität bezieht, die es so gar nicht real gibt. Krieg und Elend. Also Krieg und Elend ist das, was scheinbar passiert. Das soll nicht weggeredet werden. Letztendlich derjenige, der es aber als real erlebt, und diese Frage in dieser realen Welt stellt, das gibt es nicht. Insofern gibt es keine Antwort. Und gleichzeitig, wenn diese Illusion einer Person verpufft oder wegschmilzt, ist die Überraschung, dass Krieg und Elend nicht dual sind, nicht getrennt sind. Freude und Leid und nichts. Dass das, was passiert, das, was scheinbar passiert, ganz ist. Aber nicht aus einem Konzept raus oder so, nicht aus einem Wissen raus. Es hat auch nichts mit Schönreden zu tun. Das würden manche in Spiritualität natürlich versuchen, dass die Person versucht, wie kann ich es schaffen, dass das, was ich erfahre, für mich stimmig ist. Wie kann ich an den Punkt kommen, wie Krieg für mich gut sein kann? Und dann gibt es wieder tausend Methoden. Akzeptieren, annehmen, sich vorsagen, es ist alles Gott, es ist alles Einheit. So ist es nicht gemeint. Und gleichzeitig ist die absolute Überraschung, dass das, was passiert, auf seine eigene Weise in Harmonie ist. Letztlich nicht gut oder schlecht.
Oder was die Person als gut oder schlecht bezeichnet. Aber es ist eine Überraschung, könnte man sagen. Es ist ohne, absolut nicht zu erwarten, dass das, wie es ist, harmonisch ist oder in Harmonie. Aber für niemand. Niemand, der zu dieser Harmonie erwacht oder aufwacht. Frage. Die Person erlebt dies Gut und Böse nicht als eine Einheit, wie du über Krieg und so weiter sagtest. Aber sie erfährt es zum Beispiel nacheinander als Ausgewogenheit, in Harmonie kommen, Ausgleich. Ja, könnte man so sagen. Ja. Aber sorry für dieses Aber. Aber natürlich auf eine Art immer Teil eines Prozesses und in dem Sinn nie total. Aber ja, aber man kann auch sagen, die Person arbeitet daran, aber auch natürlich. Letztendlich ist die ganze Suche natürlich auch die Suche nach diesem in Harmonie kommen, nach diesem irgendwie mit dem, was passiert, irgendwie mit dem, was ich erfahre, in den Ausgleich und in Harmonie zu kommen. Und bis zu einem gewissen Grad scheint es auch zu funktionieren. Bleibt aber immer eine Erfahrung von Harmonie und Ausgleich, die letztendlich nie total ist. Und auf eine Art aus Sicht der Person immer erst noch passieren muss. Und ja, das ist das persönliche Erleben. Und ja, innerhalb des Erlebens scheint es oft zu klappen. Also auf eine Art ist wie, da passiert was, da kommt was in mein Bewusstsein sozusagen, da passiert was, jetzt passiert das. Und dann, okay, wie kann ich das für mich stimmig machen? Und dann passiert irgendwas. Drüber nachdenken, sich eine Antwort geben.
irgendeine spirituelle Methode, versuchen es zu akzeptieren, wie auch immer. Und es scheint ja manchmal zu funktionieren. Hat aber letztendlich ist ein Scheinerfolg, könnte man sagen. Und die Person findet dann irgendeine Methode oder eine Antwort, die für einen Moment dieses Gefühl bringt von Harmonie und ach, jetzt ist gut für mich, bis der nächste Moment kommt sozusagen. Oh Gott. Fabian, hallo, gerade erst eingeschaltet. Du siehst aus wie ein Pfarrer. Um Gottes Willen. Das muss ich ändern. Das Outfit hat etwas Heiliges. Okay, es tut mir leid. Ja, den habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen, den Pullover. Und genau, endlich machst du dich mit deiner Guru-Rolle vertraut. Ja, ich lasse das so Stück für Stück einfließen jetzt. Nee, ich habe den Pulli zu Weihnachten geschenkt bekommen und der ist super bequem. Einfach, ich hatte vor, ihn noch öfters zu tragen. Na gut. Na gut, so, ich lasse. Lach, lach, herzhaft. Was willst du dran ändern? Scheiße. Finde es klasse, dass Schwarz das neue Nichtpriestertum. Ja. Genau, also ich könnte. Gut, also ich. Ich fand es eigentlich auch ganz schick, aber es war tatsächlich das erste Mal, dass ich das so zugetragen habe. Danke. Der Pulli ist gut. Sieht nur so aus, wenn du ihn ganz zumachst. No worries. Naja, mit einem Priester möchten wir jetzt wirklich nicht unbedingt verwechselt werden. Aber ja, trage ihn auch das erste Mal so geschlossen jetzt irgendwie. Ich lasse es jetzt mal so. Okay, Frage. Ich verstehe das nicht ganz. Wenn du, genau, also ich bin weder ein Priester noch ein Guru natürlich. Wovon hier gesprochen wird, ist absolut nicht lernbar. Es ist auch keine Predigt hier oder so. Ne? Amen. Ja. Ich kann es auch nur falsch machen. Ne? Na gut. Okay, ich verstehe das nicht ganz. Wenn du zum Beispiel nach einer Sache greifst, dann ist doch diese Sache von dir räumlich entfernt. Also keine Einheit. Du und die Sache, Fragezeichen. Und noch als kleines, dein Outfit passt schon. Smiley, Dankeschön. Danke fürs Outfit. Naja, also ja und nein. Das Dilemma ist, das scheinbare Dilemma ist, dass das Einzigste, was diese Trennung erlebt, egal ob innen oder du jetzt als Beobachter, letztendlich ist es einfach nur das persönliche Erleben, das Gewahrsein, dass das so erlebt. Das ist genau das. Wenn du sagst, wenn du nach einer Sache greifst, dann ist doch das räumlich von dir entfernt. Wer sagt diesen Satz? Wer ist zu dieser Aussage fähig und lebt in dieser Realität? Dieser Beobachter, könnte man sagen.
das, was da schaut, was erlebt, also ich bin hier und ich schaue, ich sehe doch, wie du die Tasse greifst und das sind zwei Dinge. Das ist die Illusion, können wir sagen. Das hat keine eigene Substanz. Lebt aber genau in diesem Erleben von, ich sehe es doch, du und die Tasse. Ich habe es vor Augen, ich erlebe es doch, sozusagen. Genau. Und die Person, könnte man sagen, besteht nur daraus, so zu erleben. Es gibt keine andere Art von Erleben, könnte man sagen, denn die Person ist Erleben. Ich bin ich und ich erlebe etwas. Es gibt kein unpersönliches Erleben, wie manche behaupten. Erleben selbst wäre die Person sozusagen. Und hier auf und wieder zu, ja, pass nur auf, du kennst die Geschichte von Meister und Schüler mit dem Esel? Nee, die kenne ich nicht. Die kenne ich tatsächlich nicht. Ratschlag. Zieh halt mal nur ein Unterhemd an mit einer Flasche Bier dazu. Ja, aber das wäre auch irgendwie gemacht. Ich hatte einmal einen Talk abends, auch so einen Online-Talk. Und da habe ich ein Glas Wein dazu getrunken und ich hatte das aber neben der Kamera stehen und war nur noch so der letzte Schluck drin und ich hatte eigentlich vor, es nicht ins Bild zu nehmen und aber nach 2 Sekunden, nachdem es angefangen hat, hatte ich es vergessen und ich habe es nur. Anyway. Gut. Frage. Solange hier normaler Alltag läuft, morgens Büro, nachmittags Aldi und abends Fernsehen, mag das ja alles sein. Aber was ist mit Populismus, Rassismus, Diktatur und Terror? Das drängt doch nach Stellungnahme. Wenn das im eigenen Leben passiert, schaut man dazu und sagt sich, das ist alles nichts, alles Illusion? Nee, nee, die Sache ist, dass es einfach keine Antwort gibt auf was auch immer zu geschehen scheint. Und auch diese Botschaft ist keine Antwort. Ich weiß, manche würden das lieben, dass wenn diese Botschaft eine einfache Antwort wäre, weil es sieht so aus, wie wenn die aus diesen einfachen Sätzen besteht. Es gibt kein Ich, wobei ich sage nicht mal, dass alles Illusion ist, ne? Aber ich bin wäre die einzigste Illusion. Oder gar nicht nur diese Botschaft überhaupt, die Person liebt natürlich diese einfachen Sätze. Und wie es Populismus, den politischen Populismus gibt, gibt es natürlich auch diesen spirituellen Populismus, den die Person lieben würde. Und einer dieser Sätze wäre, es ist eh alles Illusion. Und die Person liebt diesen Satz, schafft es aber natürlich nie, das zu realisieren. Insofern bleibt es ein Konzept. Aber es wäre nicht der Anspruch dieser Botschaft, dass man sich sagt, es wäre alles eine Illusion, in der Hoffnung, dass das die Antwort ist. Die Sache ist, dass Populismus, Diktatur, egal was, keine Antwort. Es gibt einfach keine Antwort darauf. Es gibt keine Antwort auf, was ist mit Populismus? Was ist mit Rassismus? Letztendlich ist die Frage auch, wie soll ich damit umgehen? Das Gleiche, was wir vorher hatten. Die Frage ist letztendlich, wie komme ich damit in Frieden? Wie schaffe ich es, dass das auch für mich gut ist? Und es bleibt ein ständiger Kampf. Es ist unmöglich. Die Person wird das niemals erreichen. Das wäre die Hoffnung auf eine persönliche Realisation. Natürlich immer die Hoffnung, dass es irgendwann mal wirklich gut ist. Die Person erlebt sich quasi als ich bin auf dem Weg. Und es scheint so zu sein, dass ich es immer wieder schaffe, mit einzelnen Dingen auch wirklich in Frieden zu kommen.
Aber die drunter liegende Hoffnung ist natürlich gut, jetzt habe ich schon mal ein bisschen Frieden erreicht. Und die Hoffnung ist, irgendwann schließe ich dann mal mit allem Frieden. Oder irgendwann kriege ich mal die Antwort auf alles, sozusagen. Weil natürlich emotional, mental, konzeptuell kann man sich natürlich, versucht die Person sich dauernd Antworten zu geben. Und wie gesagt, für einen Moment scheint es auch immer zu funktionieren. Aber es ist ein Scheinfunktionieren. Es funktioniert nie wirklich. Weil die Person natürlich immer etwas dazu braucht. Das bleibt immer bedingt. Heißt, es gibt keine Antwort. Was es aber auch eben nicht real gibt, ist dieses eigene Leben. Ich und mein Leben. Und dass ich auch in meinem kleinen Leben sozusagen Dinge beantworten müsste. Gibt es nicht. Ist Teil der Illusion. Und man könnte sagen, wenn diese Illusion der Person verpufft, verpufft diese Notwendigkeit, eine Antwort finden zu müssen. Es gibt auf Populismus, Rassismus, Diktatur keine Antwort. Könnte sagen, es ist alles sich selbst. Es ist das, was scheinbar passiert. Und auch das ist keine Antwort. Auch das würde die Person zu gerne als eine Antwort verwenden. Und sagen, ja, was ist mit Populismus und Rassismus? Ja, das ist das, was scheinbar passiert. Aha, okay. Hört sich auch so wunderbar einfach und logisch an, bringt aber letztendlich nichts. Beziehungsweise die Person muss es sich eben in jedem Moment oder immer wenn was Blödes passiert, sozusagen immer wieder neu erzählen. Was nicht falsch ist, aber in dem sie nichts mit dem zu tun hat, worüber wir reden, oder im weitesten Sinne nichts mit Befreiung zu tun hat. Keins davon ist richtig oder falsch. Befreiung ist in dem Sinne nicht wichtig oder richtiger oder bedeutender. Darum wird es nicht gehen. Letztendlich aber doch eben dieser scheinbare Hinweis, es wäre Teil des Traums, in dem es auch immer nur Traumantworten gibt, ob konzeptuell oder als Erfahrung, emotional, ein Gefühl, als Antwort auf. Bleibt immer innerhalb von Arbeit, wenn jemand, der dafür erst noch was tun muss. Und wie gesagt, hier wird auch vielleicht noch kurz, was hier gesagt wird, hier wird nicht gesagt, das ist alles Illusion. Hier wird eher gesagt, alles ist die natürliche Realität, die natürlich nicht kennbar ist und nicht erfahrbar, aber die auch nicht eine Illusion ist. Als Geschichte könnte man sagen, die einzigste Illusion wäre, dass da jemand ist. Der oder die in Trennung mit allem lebt. Ich und der Populismus, ich und der Rassismus, ich und mein Leben. Genau, Frage. Man könnte doch die Person mit einer Comicfigur vergleichen. Sprechblasen und Denkblasen, von denen die Comicfigur nichts weiß, nicht selbst kreiert. Tatsächlich sie nichts versteht, redet, hört, sieht, riecht, schmeckt, denkt, fühlt oder nur Bleistift und Farbe und nicht einmal das. Ja, könnte man so sagen. Ja, ist ganz witzig, ja. Aber eben der Comicfigur, auch der Vergleich nichts bringt. Könnte auch sagen, das ist das scheinbare Dilemma der Person, dass sie eben nur daraus besteht, die Person zu sein. Was auch wieder ganz ähnlich mit der Comicfigur wäre. Die Comicfigur ist einfach nur diese Comicfigur. Und da wird es niemals ein darüber hinausgehen geben. So wie die Person niemals über sich hinausgehen kann oder über die scheinbare Illusion hinausgehen kann. Das wäre alles schon Teil des Traums. Ich bin auf dem Weg.
und komme irgendwann an aus der Unfrieden im Frieden oder aus der Unklarheit in die Klarheit. Was letztendlich oder mit dieser Botschaft, wo man sagen könnte, irgendwann werde ich zum Nicht-Ich oder ich gehe über mich hinaus, was unmöglich ist, das gibt es einfach nicht. Ja, ich weiß, das ist nur Hirnnahrung. Na gut. Wer es braucht. Deine Botschaft lässt sich leider nicht umsetzen. Ja. Es gibt keine Umsetzung hiervon, weil das, was passiert, das, was scheinbar passiert, ist bereits die Umsetzung davon. Das ist es. Das, was scheinbar passiert, ist absolut stimmig und ganz. Und es gibt keine Person, die das erkennen könnte. Es gibt keine Person, die davon getrennt ist. Man könnte sagen, deshalb ist es nicht umsetzbar. Die Person hat den Eindruck, ich kann es nicht umsetzen, weil ich noch nicht weit genug bin oder weil ich noch nicht da bin oder noch nicht irgendwas bin. Aber das wäre schon Teil des Traumes. Es bleibt, persönliche Erfüllung ist nicht zu finden, weil es gar keine unerfüllte Person gibt. Einheit lässt sich nicht finden, weil Einheit nicht eine Erfahrung ist. Ein Umstand ist. Einfach abwarten ist anscheinend alles. Und das wäre auch nur wieder ein Konzept, oder? Ja, das wäre Teil des Traums. Ja. Alles erscheint aber als ungenügend. Ja. Ja. Genau. Was das ist, was scheinbar passiert, was stimmig und ganz ist und in Harmonie für niemand. Ja, und auch das bleibt unbeantwortet. Das ist das Dilemma. Letztendlich ist die Frage der Person, wie kann ich eins werden, bleibt unbeantwortet. Auf der einen Seite, weil diese Frage, das ist, was scheinbar passiert, was unbeantwortet bleibt. Populismus, Rassismus, Diktatur, Suche, Spiritualität, die Illusion von Trennung, ist alles es selbst. Es ist niemand real da, der das beantworten kann. Jetzt habe ich die andere Seite vergessen. Ich wollte sagen, auf der einen Seite das, auf der anderen Seite. Na gut. Es gibt keine Antwort. Es gibt auf das, wie es ist, es gibt auf das, was scheinbar passiert, keine Antwort. Außer Geschichten natürlich, Konzepte, ausgedachtes. Oder Gefühle, Zustände.
erfahrbare Zustände können sein. Ich meine, es gibt einige Richtungen oder Strömungen, die sagen, na gut, im Kopf, im Verstand gibt es keine Antwort, aber man könnte eine emotionale Antwort geben. Das heißt, immer wenn es ein Problem gibt, soll man einfach an was Schönes denken oder singen oder keine Ahnung. Natürlich in der Hoffnung, dass diese schöne Erfahrung die Suche beantwortet. Was sie eben auch scheinbar tut für einen Moment. Aber eben nur scheinbar. Frage oder Kommentar. Was bleibt, ist Depression. Nichts, kein Gefühl, alles dumpf und völlig Sinn, Antriebs, Hilf, Freud und schlaflos. Ist doch nicht nur scheinbar, oder? Doch, natürlich. Wobei auch hier, es ist wie vorher, wenn hier gesagt wird scheinbar, ist es eigentlich keine Abwertung. Aus Sicht der Person ist scheinbar natürlich eine Abwertung, weil die Person das Reale sucht und das Wahre und das, was kennbar ist und das, was wirklich stimmig ist als Erfahrung. Deshalb wird das schnell nur scheinbar, ist alles nur scheinbar. Und natürlich aus Sicht der Person führt diese Botschaft in die Depression. Also nicht als Regel oder so. Aber aus Sicht der Person heißt es natürlich, ich bin hier und nichts bringt mir was. Ich bin hier und alles ist leer. Ich bin hier und so weiter. Es macht keinen Sinn. Ich bin hier und es macht keinen Sinn. Wofür soll ich noch tun, wenn es nichts bringt? Und, und. Wäre aber tatsächlich Teil der Illusion, wäre ein Missverständnis und ist letztendlich nicht das, was hier gesagt wird, käme aus einem scheinbaren Verständnis sozusagen. Kann aber passieren. Scheinbar natürlich. Wäre aber nie, wie gesagt, wäre aber nicht das, was hier gesagt wird. Weil was hier gesagt wird, ist, es ist genau derjenige, der depressiv, der glaubt, depressiv zu werden, weil es keinen Sinn macht, der nicht real ist. Das ist die Illusion. Die Illusion ist nicht, ich bin, die Wahrheit ist nicht sozusagen, ich bin hier und die Illusion ist, dass es einen Sinn gibt. Nee, die Illusion ist letztendlich dieses Ich. Und natürlich diese ganze Idee von Sinn und sinnlos tanzt natürlich, ist letztendlich eine persönliche Idee. Das heißt, auch das Gefühl von Sinnlosigkeit tanzt eigentlich um diese Idee davon Sinn. Eigentlich müsste es ja einen Sinn haben, aber es gibt keinen. Eigentlich müsste ich doch aufstehen wollen für etwas, aber es bringt ja nichts und so weiter und so fort. Insofern wäre das natürlich Teil der Illusion. Aber es stimmt schon, aus Sicht von Ich Bin wäre das bittere Realität. Es wird als real erlebt. Scheinbar. Was das ist, was scheinbar passiert. Kommentar. Die Herausforderungen für die Person nehmen ja in der fortschreitenden Zeit eher zu und die Energie der Person nimmt ja im Laufe ihres Lebens eher ab. Naja. Schon von daher ist ja ein linearer Weg zu einem ultimativen Zielzustand nicht vorstellbar. Und letztendlich, aber solange da die Illusion ist, dass da jemand ist, wird es immer eine Art Wegerfahrung geben. Ich bin auf dem Weg und da kommt noch was. Ich bin jetzt hier, ich bin auf dem Weg und da kommt noch was. Und ich weiß gar nicht wirklich, ob die Energie, ob das persönliche Erleben im Alter schwächer wird, sozusagen. Manchmal hat man den Eindruck, es wird fast noch verbissener. Scheinbar. So wäre alles das, was scheinbar passiert, natürlich. Ach ja, schwierig. Wäre es eine Krückenhilfe,
sich bei schmerzhaften Situationen sich zu fragen, ob es mich als Person denn überhaupt gibt. Naja, ja und nein. Es wäre eben genau das, eine scheinbare Krücke für eine scheinbare Person, die sich mit einem Scheinproblem auseinandersetzt. Insofern sind alle Methoden Krücken. Aber was hier gesagt wird, ist letztendlich, aber nicht zu jemand, das wäre das Tricky, das ist das Tricky an der Sache. Was hier gesagt wird, ist letztendlich, es gibt überhaupt keinen Kranken. Da braucht überhaupt keiner eine Krücke. Nicht, weil da jemand ist, der stark ist und kräftig ist und gesund ist. Das wäre natürlich die Hoffnung der Person, dass ich mich als kranke Person durch eine gesunde ersetzen kann, dass ich unerleuchtet, dass ich irgendwann mal ein erfülltes Ich bin. Das heißt, das wäre nicht die Botschaft im Sinn von wirf die Krücken weg, sei stark oder bemerke, dass du stark bist. Und trotzdem, scheinbar wird darauf hingewiesen, dass es diesen Kranken nicht gibt und dass alle Ideen von Krücken Teil dieser Illusion sind. Und auf eine Art wie jede Methode kann das scheinbar funktionieren, dass es für Momente zu diesem illusionären Glück kommt, zu dieser illusionären Antwort oder Entspannung, die aber niemals außerhalb des persönlichen Erlebens führt. Was aber natürlich drunter liegend die Hoffnung ist. Vielleicht jetzt nicht, dass es aus dem persönlichen Erleben führt als Konzept, aber eben, dass ich ankomme. Und die Person würde hierzu wenig vielleicht sagen, ja, wenigstens etwas, wenigstens ein bisschen kann ich tun oder wenigstens habe ich diese Krücke. Die Person würde das natürlich noch als, sorry, als was Gutes empfinden. Natürlich in der Hoffnung, ah, wenigstens ein bisschen was kann ich tun. Vielleicht schon, naja, wenigstens werde ich nicht erleuchtet, aber wenn es mir wirklich schlecht geht, kann ich mich ja noch fragen, ob der ja und nein. Man könnte natürlich auch sagen, das Dilemma mit diesen Krücken ist ja dieser Hilfe, was wäre eigentlich die Frage in dieser was macht, also scheinbar, was macht die Person überhaupt in der Situation? Letztendlich wäre es die Hoffnung, durch die Krücke die schmerzhafte Situation zu überleben. Ist eigentlich der Versuch, als ich zu überleben, als ich bestehen zu können. Wie schaffe ich es? Das ist eigentlich eine andere Sicht von Suche. Also eine andere Sichtweise auf die Suche, was die Suche ist. Der Versuch, getrennt zu bleiben. Der Versuch, als getrennte Instanz zu überleben. Nicht von den Schmerzen verschluckt zu werden. Was natürlich auch eine Angst der Person ist. Natürlich von Ganzheit einfach verschluckt zu werden. Und um dem zu entgehen, muss ich was tun. Ist eigentlich die Frage, wie kann ich bestehen? Dass es dabei um eine Scheinexistenz geht, um eine Scheinanwesenheit geht, bleibt der Person natürlich verborgen. Sorry. Würde auch eben von dieser Idee ausgehen, dass ich eine Antwort liefern muss und kann. Okay, Frage. Also da ist nur, also ich mache erst noch kurz die Zusatzfrage und dann springe ich zurück. Ja, manchmal möchte ich schon raus aus meinem Leben und ein anderes führen. Hab manchmal ein Gefühl aus einem Gedankengefängnis endlich auszubrechen. Ja. Weil letztendlich ist das die Hoffnung. Aber was hier gesagt wird, ist nicht nur, du kannst nicht raus aus deinem Leben, was natürlich gesagt wird, da ist schon gar niemand im jetzigen Leben.
Aber genau, das wären letztendlich diese zwei Pole, wenn man so will, wo die Person hin und her springt. Ich bin jetzt hier, das ist es nicht, also möchte ich was anderes. Ja, ich möchte vom Jetzt ins Nächste kommen. Vom Jetzt, was letztendlich aus Sicht der Person das Unerfülltsein ist, ins Erfülltsein. Und es ist immer woanders. Weil so wie es jetzt ist, das kann es nicht sein. So wie es jetzt ist, das kann nicht Totalität, Einheit, Ganzheit sein. Es muss also woanders sein. Es muss anders aussehen. Und es muss später sein. Genau, Frage. Also ist da nur Depression ohne jemand, die scheinbare gesamte Welt als Depression? Das verstehe ich nicht wirklich. Nee, man könnte sagen, da ist das, was scheinbar passiert. Und okay, das könnte Depression sein, aber den letzten Halbsatz verstehe ich nicht. Die scheinbare gesamte Welt als Depression. Das verstehe ich nicht. Sorry. Und natürlich nochmal zu, hab manchmal ein Gefühl, aus einem Gedankengefängnis endlich auszubrechen. Das wäre letztendlich auch die Hoffnung, dass ich ausbrechen könnte in eine Erfahrung von Freiheit. Und auch hier, die Person scheint es natürlich immer wieder zu erleben. Gefühle, Erfahrungen von Freiheit. Frage, dass es die natürliche Realität gibt, auch wenn sie nicht begreifbar ist, heißt doch, dass eine Art Liebe, Toleranz, Gnade da ist und nicht Chaos und Zerstörung. Alles darf sein, ohne zu wissen, was und wie es ist. Ja, könnte man sagen. Natürlich. Ja, mein letztendlich ist es das, was hier gesagt wird. Die natürliche Realität ist. Naja, Liebe sage ich jetzt selten. Sorry. Die natürliche Realität ist Harmonie und Stimmigkeit, aber für niemand. Und das schließt auch Chaos und Zerstörung mit ein, wenn man es will. Ja. Und das ist die natürliche Realität. Und gleichzeitig ist es Sitzen vor einem Computer. Das heißt, die natürliche Realität ist nichts Abstraktes. Sondern sitzen vor einem Computer und denken und fühlen. Und das ist die natürliche Realität, die nicht etwas ist, die in Harmonie ist, die sich selbst nicht kennt, die nicht mit sich im Streit liegt, denn sie ist nur sich selbst. Sitzen vor einem Computer ist nur es selbst. Und nicht wirklich nur alles darf sein, ohne zu wissen, was und wie es ist. Es ist bereits so. Alles ist einfach, ohne dass es weiß, was und wie es ist. Da muss gar nichts mehr Ja dazu sagen. Das muss gar niemand mehr sehen oder toll finden oder richtig finden oder darin ankommen oder irgend sowas. Es ist einfach so. Es ist schon so. Für niemand allerdings. Das heißt, es gibt kein Ah, ich verstehe. Braucht, gibt es nicht, braucht es nicht. Okay, Zusatz zu vorher. Na, das, was ein jemand sich als die ganze reale Welt vorstellt. Ja, also das kann passieren in einer Depression, wo wir es ja vorher von hatten. Wobei, wie gesagt, ganz folgen kann ich jetzt nicht. Aber natürlich, für den, der sich dann die ganze Welt vorstellt, kann das oft irgendwas Depressives oder Trauriges haben, sowas Runterziehendes. Ich weiß nicht, ob du das gemeint hast. Sorry.
beziehungsweise warten, bis die Depression vorbei ist, beziehungsweise hoffen, ist allein schon Illusion. Ja, könnte man so sagen. Eben derjenige, der oder die versucht, das zu tun, der geht es gar nicht wirklich drum, ist Depression oder Glück oder was auch immer. Ne? Da ist eben letztendlich niemand. Deshalb ist letztendlich jede Schlussfolgerung von, soll ich dann warten? Soll ich dann was tun? Soll ich dann nichts tun? Sondern den oder diejenige gibt es nicht. Frage. Es gibt ja aber nur eine illusorische Wahrnehmungswelt, die sehr ökonomisch ist. Das heißt, Australien und meine inneren Organe gibt es nur, wenn Wahrnehmung passiert. Stimmt das? Keine Ahnung. Weiß man nicht. Bleibt unbekannt. Müsste eben wieder jemand geben, der das so wahrnimmt oder der sich darüber bewusst ist. Aber ja, man könnte sagen, also was scheinbar passiert ist, die Illusion von Australien oder von was auch immer findet nur statt, wenn die Illusion von Wahrnehmung passiert. Aber es gibt eben keine Wahrnehmung als Realität. Und es gibt in dem Sinn auch nichts, was wahrgenommen wird. Es ist unbekannt, es ist völlig unbekannt. Wie es ist, ist völlig unbekannt. Gibt es Australien oder nicht? Es ist unbekannt. Gibt es Sitzen vor einem Computer? Weiß keiner. Der nachschaut, ist illusionär. Frage, ist das ein Wohlgefühl, was du beschreibst, diese Harmonie, oder kann das auch von unangenehmen Gefühlen begleitet sein? Naja, es ist so, Harmonie ist, jetzt kommt so ein Wort, ne? Harmonie ist immanent. Man könnte eher sagen, das, was passiert, die Überraschung ist, dass das, was passiert, das, was scheinbar passiert, automatisch harmonisch ist. Es ist nicht so, dass das, was passiert, in etwas Harmonisches transformiert werden muss. Oder dass ich es schaffen muss, dass das, was für mich, das unangenehme Gefühl oder was auch immer, harmonisch wird. Nein, es ist, Harmonie ist die natürliche Realität. Und es ist das, was scheinbar passiert. Das heißt, die Harmonie wird dann auch nicht von unangenehmen Gefühlen begleitet. Sondern in Abwesenheit des Erlebenden, könnte man sagen, sind unangenehme Gefühle natürlicherweise harmonisch. Sie sind es auch mit der Illusion eines Erlebenden, aber eben nicht für den Erlebenden. Das heißt, insofern ist das, wovon hier gesprochen wird, ich weiß, es ist tricky, überhaupt solche Worte zu sagen wie Harmonie oder stimmig oder ganz oder komplett. Weil natürlich aus Sicht der Person ist das immer etwas, was mir zusätzlich noch gewahr werden müsste oder könnte oder sollte. Das heißt, die Person geht natürlich immer davon aus, okay, jetzt erlebe ich gerade unangenehme Gefühle. Und zusätzlich soll ich die jetzt noch als harmonisch erleben. Oder jetzt wäre meine Aufgabe, darüber das in etwas Harmonisches zu überführen. Unmöglich, braucht es aber gar nicht. Unangenehme Gefühle, können wir sagen, sind natürlicherweise stimmig und brauchen nicht beantwortet zu werden. Ist nicht nötig. Es ist ein unnötiger Kampf, können wir sagen. Es ist eine unnötige Suche, das, was passiert, zu beantworten. Ich meine, die Person sucht auch eine Antwort, wenn es angenehm ist, muss man dazu sagen, ne? Weil natürlich Erfahrung selbst scheint alles als nicht genügend erscheinen zu lassen. Kommentar, ich würde gerne 30 Silberlinge überweisen, oh, wenn du eine Lösung bieten würdest. Ja, aber ich bin kein Guru.
Da müsste man den Guru fragen. Wobei ich annehme, dass da auch nichts so wahnsinnig Originelles kommt. Das heißt, was von dort kommt, hat man auch schon mal alles gehört irgendwie. Nee, es gibt keine Lösung. Es gibt keine Erlösung. Gibt es nicht, braucht es nicht. Teil einer Illusion, könnte man sagen. Und diese Illusion ist, ich bin. Und was ich noch muss, ist ankommen. Wirklich ankommen als ich. Erlöst werden von all dem Quatsch, von der Suche letztendlich. Braucht es nicht. Traumwelt. Kontonummer steht auf der Webseite. Für alle Fälle. Genau, war nur Spaß. Ja, gute Nacht und danke. Vielen Dank. Danke auch. Immer wieder eine Überraschung. Ja, scheinbar. Danke auch. Bisschen was habe ich mir von dem Chat schon erhofft. Sowas wie eine Lösung. Wieder nichts. Gute Nacht. Gute Nacht, ja, es gibt keine Lösung. Es gibt keine Antwort. Und Jesus schreibt, ich täuschte mich auch. Erst am Kreuz begriff ich. Yes, absolut. Ja. Ja. Das wäre genau das. Das wäre es im Prinzip ein bisschen dick aufgetragen. Und also ich möchte dir nicht zu nahe treten, Jesus. Aber das wäre natürlich ein bisschen dick aufgetragen und eine schön dramatische Befreiung. Quasi diese Ausweglosigkeit am Kreuz. Dann noch Gott fragen, Vater, warum hast du mich verlassen? In der äußersten Verzweiflung nach Hilfe zu rufen. Die eigene Methode funktioniert nicht mehr, nämlich das an Gott glauben. Na, in der größten Not hilft dieser Glaube nichts. Dann das Schreien, Vater, warum hast du mich verlassen? Es kommt keine Antwort, aber. Jemand schreibt noch, vielen Dank, Andreas, für die täglichen Talks. Ja, cool. Ja, ich finde es auch cool. Ja. Auf Englisch und auf Deutsch. Am Montag mache ich noch einen Zoom-Talk auf Deutsch. Ich habe die nächsten Wochen ein paar mehr Termine auf Deutsch. Nur, falls das jemand interessiert. Okay. Ich denke. Das ist es. Es gibt keine Botschaft. Es gibt nichts zu begreifen oder nichts zum Nichtbegreifen. Es gibt kein Ankommen. Es gibt keine richtige und falsche Art zu sein. Denn da ist gar niemand an erster Stelle. Es ist niemand da.
Das wäre die Illusion. Das, was passiert, das, was scheinbar passiert, ist die natürliche Realität, die nichts anderes ist, die nicht dahinter sitzt oder versteckt ist. Es ist einfach das, was scheinbar passiert, für niemanden. Okay, vielen Dank auch. Ich wünsche noch einen schönen Abend und alles Liebe.